Wir sind ja gut angekommen, wir fühlen uns mega wohl. Wir haben uns hier unseren Traum erfüllt, haben das Haus genau so gebaut, wie wir uns das vorgestellt haben. Unser Garten ist so geworden, wie wir uns ihn eigentlich erträumt haben. Ja, wir hatten uns Kernhaus ausgesucht, weil wir bei Kernhaus unser Traumhaus gefunden hatten. Einfach von den Maßen, vom Baustil her. Wir wollten gerne so ein versetztes, schräges Dach haben und das haben wir da eben gefunden. Oder wir wollten einen ganz offenen Küchen- und Wohnbereich haben. Keine große Vorbereitungskammer oder viele Türen und einzelne Räume, sondern wir wollten alle zusammen hier leben. Ich wollte kochen und trotzdem sehen, wie die Kinder im Wohnzimmer spielen. Und dann haben wir kleine Veränderungen an den Grundrissen vorgenommen, bis es so war, wie wir das gerne haben wollten. Und dann konnten wir starten. Wichtig war für uns, das hatten wir lange geplant, das war so ein Traum von uns, unseren Trockenbau hier so hinzusetzen und wirklich oben eine, ja, ich sag mal, eine Cocktailbar aufzumachen und diesen amerikanischen Kühlschrank mit Ice Crusher und Cubes in die Mitte zu setzen. Also so eine Ankleide war irgendwie der Traum, wenn man mal ein Haus baut, sich das da rein zu planen. Und wir haben es ganz offen gehalten, weil wir es total unkompliziert mögen und sind nach wie vor richtig zufrieden damit. Und auch die Raumaufteilung und alles hatte uns von Anfang an super gut gefallen. Dann haben wir das noch ein bisschen angepasst an unsere Bedürfnisse. Zum Beispiel, dass wir zwei große Kinderzimmer hatten. Arbeitszimmer hatten wir rausgenommen zwischen den Kinderzimmern, weil wir gesagt haben, wir wollen für jedes Kind ein riesengroßes Kinderzimmer haben mit jeweils 20 Quadratmeter. Ja, und daneben war eigentlich so unser großes Herzstück, sage ich mal, unser großer Traum, das Riesenbad. Das haben wir ja extra vergrößern lassen, das wäre eigentlich fast nur halb so groß und wir haben es ja wirklich rausziehen lassen, dass wir wirklich einfach mega viel Platz haben. Wir haben die Toilette in eine kleine Ecke versteckt so ein bisschen, dass die weg ist, die sieht man eigentlich gar nicht und haben eine große offene Dusche, das war immer so von mir ein Traum, ohne Duschkabine, ich kann da reinlaufen, wir können zu viert da drin stehen, rein theoretisch, wenn wir das wollen, gar kein Problem und die riesen Badewanne, die halt auch mit der Stufe schön eingesetzt ist. Im Juni hier eingezogen, hatte mich dann kurz vorher für die Olympischen Spiele in Rio qualifiziert und war natürlich super gewesen, weil die Nachbarschaft hier gleich einen Beamer in der Garage aufgebaut hat und die haben das Rennen dann von mir bei den Olympischen Spielen an der Copacabana live geschaut, die ganze Nachbarschaft hier. Ich liebe es, draußen zu sein. Dadurch, dass wir jetzt das Haus haben, kann ich meinen eigenen Garten haben. Ich gehe dann immer von Pflänzchen zu Pflänzchen und freue mich, wenn was gewachsen ist.